Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Saarbrücken. Wie immer präsentiert von Radio Fernseh Hammelingen. Ja, das Jahn-Sommermärchen geht weiter. Wir haben den 12. Spieltag, wir haben 23 Punkte, 25 zu 12 Tore erzielt und sind der neue Tabellenführer. Die Torschützen waren das 0:1 durch Tim Kruse, dann zweimal Tobias Schweinsteiger zum 1:1 und zum 2:1. Dann hat nochmal Michael Klaus zugeschlagen und in der 73. Minute Thomas Kurz mit dem 4:1. Ich darf recht herzlich begrüßen die beiden Trainer, zu meiner linken Jürgen Luginger und zu meiner rechten natürlich Markus Weinzierl. Ja, Jürgen Luginger, so eine klare Niederlage erwartet? Natürlich. Natürlich nicht. Eine super Frage jetzt. Also zum Spiel, ich denke, warum nicht groß analysieren oder in den Einzelheiten gehen. Ja, Jana hat heute verdient gewonnen. Wir haben es nie geschafft, ja, das Spiel zu übernehmen, die Zweikämpfe richtig zu führen. Ja, und von dem her, trotz der 1:0-Führung, haben wir keine Sicherheit eingebracht in unser Spiel und konnten nicht auch den Ballbesitz halten. Ja, hat es sehr gut gemacht, war einfach aggressiver heute. Ich denke, das ist halt auch die Mannschaft, die sehen, wenn man ganz oben steht, ja, die anderen Mannschaften dann motiviert sind, vielleicht noch ein Stückchen mehr. Und von dem her haben wir heute zu Recht verloren. Ja, natürlich gut gespielt, weiß wir natürlich auch, sie spielen haben lassen. Wenn man diese Räume gibt, so diese Möglichkeiten, ja, dann hat es natürlich noch etwas leichter, aber der hat verdient gewonnen, besser gespielt heute. Aber ich würde sagen, die Mannschaft hat über Wochen jetzt hervorragend Fußball gespielt, Leistung gebracht und jeder weiß, der Fußball was zu tun hat, was es so Tage gibt. Und das war halt heute so ein Tag und von dem her werden wir gut mit der Niederlage umgehen können. Natürlich hätten wir lieber 3 Punkte geholt, aber ja, vor der Saison, wie gesagt hat, ja, es heute so ein Spitzenspiel ist und jetzt 23 Punkte hat nach 12 Spielen, hat wahrscheinlich alles unterschrieben und ja gesagt. Also von dem her, wir sind enttäuscht, dass wir hier verloren haben, dass wir unser Spiel nicht zeigen konnten, was wir eigentlich über Wochen jetzt gezeigt haben. Aber ja, der Mannschaft deswegen jetzt nach so einem Spiel großen Vorwurf machen. Wer fehlt am Platz, ja, ich weiß. Sie wollten anders, aber heute ging es halt einfach nicht und das muss man auch akzeptieren. Danke. Danke, Jürgen Luginger. Herzlichen Glückwunsch an dich, Markus. Was hättest du so einem gesagt, der zu dir gesagt hat, vor dem Spiel, wir gewinnen 4:1? Ja, wir wollten natürlich das Spiel heute gewinnen, dass man 4:1 gewinnt, das kann man nicht voraussagen. Aber wir haben im Großen und Ganzen heute sehr verdient gewonnen. Wir waren in der Anfangsphase besser im Spiel wie der Gegner. Haben da schon 1, 2, 3 Chancen im Ansatz, die wir ja nicht gut ausspielen. Mit dem Rückstand aus heiterem Himmel waren wir ja dann ein wenig geschockt, weil es ein weiter Einlauf war. Da darf es einfach nicht passieren, dass man in Rückstand gerät. Aber so ist es halt mal im Fußball, dass man Fehler macht. Und so einen Fehler haben wir uns geleistet. Aber wir haben da Moral gezeigt. Wir haben uns vor der Halbzeit schon wieder gefangen und gut gespielt. Und zweite Halbzeit, was meine Jungs dann gespielt haben, war wirklich alle Ehren wert. Sie haben sehr gut den Ball laufen lassen, haben dann aufgrund der zweiten Halbzeit auch hochverdient die Tore erzielt und dann gewinnt man so ein Spiel 4:1, muss es eigentlich 5:1 gewinnen, weil Michael Klaus nur den Ball reinschieben braucht, aber da verspringt der Ball, aber da gibt es keinen Vorwurf. Wir sind heute hochzufrieden, haben eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert, sind an unsere Leistungsgrenze rangekommen. Wenn wir das tun, dann wissen wir, dass wir eine gute Mannschaft haben, weil der hat alles gepasst und wir können so weitermachen. Ich glaube und hoffe es, dass wir uns heute Sympathien gewonnen haben bei den Zuschauern. Es war live im Fernsehen zu sehen in Bayern 3 und ja, ich hoffe einfach, dass wir uns oder die Mannschaft sich einige Pluspunkte und Sympathiepunkte heute erarbeiten konnte. Danke. Ja, vielen Dank, Markus Weinzierl. Dann kommen wir zu den Fragen der Medienvertreter. Ja, Markus, ich weiß gar nicht, was ich dir fragen soll. Es gibt relativ kaum etwas zu kritisieren. Die Mannschaft hat Moral gezeigt. Ich glaube, das war das 5. Mal in der Saison. Oder 6. Mal schon, wo es einen 0-1 Rückstand abgeholt hat. Mhm. Ich kritisiert hat und dann gepunktet hat. Beim Klaus
Wir haben heute noch ein Spiel gesagt, die Schwierigen bringen den ein, die Leichten bringen den nicht ein. Okay, ich habe deine Mannschaft in der Saison noch nicht so gut gesehen, muss ich dir bestätigen. Ja, das ist nicht richtig, wir haben schon sehr gute Spiele abgeliefert. Ich denke da an das 4:0 gegen den VfR Aalen, an das 2:0 gegen Stuttgart. Und eben das Spiel heute waren sehr, sehr gute Heimspiele, wo wir klar dominiert haben, wo wir ja, den Gegner wenig Spielraum gelassen haben und darüber hinaus auch noch gute Offensivaktionen hatten. Die beiden Heimspiele gegen Bielefeld und Erfurt waren auch nicht schlecht, aber da haben wir zwei Gegentore bekommen, das ist einfach mindestens eins zu viel. Von daher haben wir schon mehr gute Leistungen in dieser Saison abgeliefert. Heute war es, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Leistung. Gegen einen sehr, sehr guten Gegner, der mit unheimlich viel Selbstbewusstsein hergekommen ist. Und wie gesagt, ich kann meiner Mannschaft nur gratulieren zu diesem Spiel heute. Okay, wir haben am Monat Oktober, da ist der Jan ein bisschen traditionell, wie er du selber gesagt hast, anfällig. Ich glaube, das tritt heuer nicht ein. Ich finde die Mannschaft selbstbewusster. Ja, ich im Oktober, ich kann es auch nicht mehr lesen und hören, aber die Vergangenheit ist einfach so, dass im Oktober es immer dünn war. Ich glaube, heute ist der 1. Oktober, heute haben wir gewonnen, dadurch sind wir schon besser wie die letzten beiden Oktober und von daher pumpen wir einfach so weiter, dann können wir uns die Diskussionen dann auch sparen. Aber ja, wir haben schwere Spiele, von daher müssen wir uns immer wieder beweisen, an die Leistungsgrenze rankommen und natürlich diese Ausgangsposition, die wir jetzt haben mit 23 Punkten, dass wir die ausbauen oder beziehungsweise verteidigen können, das wäre das Ziel und dann glaube ich, können wir auch zuversichtlich sein für die Zukunft. Weitere Fragen? Jetzt gibt es das Mikrofon. Ja. Eine Frage, Lucke, meiner Meinung war das 1:1, der Elfmeter auf der Knackpunkt gespielt, gut, das Tor schießt rein, der hat nicht gestellt, die müssen nachher dann rausnehmen, müssen umstellen, war das so der Phase, wo man sagt, da ist was verloren gegangen, oder was da noch festmachen kann, oder sagt man auch, das kann ich noch spielen? Nein, das war jetzt nicht speziell diese Situation. Wir haben insgesamt einfach nicht die Zweikämpfe so angenommen, wie man das machen muss, wie der Janis gemacht hat. Deswegen haben wir auch schnell gelbe Karten bekommen und der Elfmeter war eben eine Folge davon, was vorher schon passiert ist. Wie gesagt, wir haben einfach keinen Zugriff bekommen im Spiel und das hat jetzt nichts mit meiner Personalie zu tun, sondern heute hat sich die ganze Mannschaft einfach schwer getan. Weitere Fragen? Vielleicht von dem Markus Weinzierl. Die Entwicklung der Mannschaft ist ja durchaus beeindruckend. Da ist viel Schwung, viel Elan dabei durch die jungen Spieler. Wie weit ist denn die Mannschaft schon? Also was kann sich noch verbessern, weil nach 12 Spielen in der Saison ist man noch nicht so weit in der Saison. Also da ist ja immer noch was möglich. Was ist die Arbeit der Zukunft? Was können diese Spieler? Wo können die hin? Ja, mit 12 Spielen haben wir ungefähr ein Drittel der Saison gespielt. Von daher haben wir noch 2 Drittel zu spielen. Wir haben eine junge Mannschaft, die noch mehr Höhen und Tiefen in dem Jahr erleben wird. Wir haben auch schon schlechtere Spiele abgeliefert und haben auch wie heute eben sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert. Es wird entscheidend sein, dass wir eine gewisse Konstanz reinbringen, dass wir ja eben die Linie, die wir im Spiel drin haben, dass wir die über 90 Minuten, dass wir die durchziehen können und dass wir eben wenig Fehler machen. Und es gibt immer noch Kleinigkeiten oder immer wieder Kleinigkeiten zu verbessern, gerade bei jungen Spielern, da sind wir am Arbeiten. Ich glaube, dass sich viele der Jungs sehr gut weiterentwickelt haben, aber das geht auch nur, oder ein junger Spieler kann sich nur weiterentwickeln, wenn er in einem Mannschaftsgefüge spielt, das passt. Und bei uns ist die Hierarchie ganz klar, wir haben alte Spieler, die Richtung vorgeben und wir haben junge Spieler, die da hinterher rennen. Aber es gilt einfach, solche Leistungen wie heute dann immer zu bringen und an dem werden wir arbeiten. Dass uns das nicht gelingen wird, ist auch klar. Aber das Ziel ist einfach, jeden einzelnen Spieler, der jungen Spieler vor allem, weiterzubringen. Wie nah war denn das heute schon an den 100% Weinzierl? Ich weiß, ein Trainer sagt nie, dass das 100% ist, aber
Ja, wir haben ein einfaches Gegentor bekommen, das ist schon mal katastrophal gewesen zum Beispiel. Wir haben natürlich auch noch Fehler gemacht, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass man auch noch besser spielen kann, aber wenn man 4-1 gegen den amtierenden Spitzenreiter gewinnt, dann sollte man jetzt nicht irgendwie Fehler suchen, sondern man kann sich einfach nur freuen, heute mal zurücklehnen. Montag geht es ja für uns schon wieder weiter in dem Pokalspiel, obwohl ich den Termin ja sehr, 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 sehr unglücklich finde. Aber es ist halt noch einfach so, da müssen wir jetzt schauen, dass wir uns bis Montag dann wieder so weit bringen, dass wir dann im Pokal eben auch die Runde weiterhelfen. Weitere Fragen? Vielleicht noch beide Trainer. Ich meine, es haben nicht nur zwei Kämpfe auf dem Feld stattgefunden, sondern ihr habt eigentlich also ein bisschen so einen kleinen Händel so nebenbei gehabt, gerade bei der Szene mit Schweinsteiger und der anschließenden Auswechslung. Dann vielleicht ein paar Takte dazu. Ich habe nur gefragt, ob wir schon auf der Wiesn waren, aber alles klar ist. Und so ist es in einem Platz in Emotionen. Ja. Die Trainer, die beleben das mit und da passiert das auch schon mal, dass man sich unterhält. Aber das ist kein Problem für uns und war auch jetzt nichts, was jetzt ganz schlimm war oder unter der Gürtellinie. Nein, ich glaube auch, dass es nach dem Spiel dann erledigt sein muss und so ist es bei uns auch. Aber wir rennen ihm auch das dritte Foul und ich bin einfach der Meinung und habe vielleicht auch mal das als Trainer dann auch nicht sagen, wenn man der Meinung ist, aber da muss man dann oder sollte oder wie auch immer, ist egal, auf jeden Fall hätte man gelb-rot zeigen können, dass man Jürgen recht gibt, hat er damit bewiesen, dass er ihn gleich runtergenommen hat, von daher ist es einfach nach dem Spiel erledigt, aber in der Sache, glaube ich, hätte man so entscheiden können. Noch Fragen? Ist nicht der Fall, dann habe ich die Endergebnisse des heutigen Spieltags. Gestern Werder Bremen 2 gegen Karl Zeiss Jena 2:2. Heute die Partien Osnabrück 1:0. Stuttgart 2 gegen Oberhausen 1:1. Babelsberg Sandhausen 1:2. Erfurt Wackerburghausen 3:3. Wiesbaden Preußen Münster 3:0. Bielefeld Heidenheim 0:1. Und Aue Unterhaching 1:0. Ja, wie geht's weiter? Der Markus hat schon gesagt, am Montag gegen Rosenheim. Wir wünschen den Trainer natürlich viel Glück, unseren Gästen eine gute Heimreise und viel Erfolg in der weiteren Runde. Und für Sie noch einen schönen Samstagnachmittag. Bis dann, ciao, auf Wiedersehen.